Willkommen zurück! Ich habe euch gezeigt, wie ihr einfache Elemente in ein UCI einbindet. Und jetzt möchte ich euch weitere Fälle dazu zeigen. Das hier ist eine einfache, aber sehr effiziente Anwendung. Ihr habt gesehen, wie ihr ein eigenes Bild in euer Design als Hintergrund einfügt, aber das hier geht einen Schritt weiter. Dieser Hintergrund ist so gestaltet, dass das UCI mehr wie ein Mixer aussieht. Es hat beschriftete Schilder an den Federn und hier ist ein bisschen Fake-Kreppband mit handgeschriebenen Bezeichnungen, damit das Ganze ein bisschen nach Live-Show aussieht. Die Verwendung des UCI ist einfach. Ein paar Fader, Skalen und Mute-Buttons, aber das Design erschafft ein großartiges Feeling. Die Solo-Buttons sind eigene Bilder mit Transparenz im Text. Und es wurde Custom Scripting verwendet, sodass, wenn ihr auf das Bild klickt, der Button drunter aktiviert wird. Es sieht aus, als würde das Wort Solo aufleuchten. Auf der nächsten Seite wurden eigene Buttons für einfache Funktionen zur Steuerung eines Audioplayers erstellt, was leicht zu machen ist und das Erscheinungsbild anpasst. Ein anderer, sehr gängiger Weg, UCIs zu verwenden, ist, einen Grundriss eures Veranstaltungsortes zu erstellen, der euch schnellen Zugriff auf bestimmte Areas ermöglicht. Dieser User hat eine Linienzeichnung der Arena genommen und einige Polygone eingebaut, um die verschiedenen Bereiche zu repräsentieren. Der dazugehörige Mute-Button steuert diese Polygone, wodurch schnell verschiedene Bereiche der Arena durch Berühren eines Teils des Grundrisses stumm geschaltet werden können oder indem diese Presets auf der Seite benutzt werden, die mit verschiedenen Snapshots verbunden sind. Das gleiche haben wir für den Weg gemacht, der um die Arena geht. Aber diesmal wurden einfache Buttons statt Polygone verwendet und die Master-Gain-Steuerung wurde hier in die Mitte gelegt. Ihr könnt diese Idee weiterführen, wenn ihr detaillierte Bilder habt. Durch die Benutzung von kostenloser Software wie Google SketchUp könnt ihr ein 3D-Modell von eurem Veranstaltungsort erstellen. Für ein Stadion wie dieses könnte natürlich jemand schon eins erstellt haben und ihr müsst es nur noch downloaden. Ihr sucht euch dann einen Winkel raus, der euch gut gefällt, exportiert ein Bild davon und benutzt Bearbeitungssoftware wie Photoshop, um bestimmte Bereiche transparent zu machen. Und erstellt ein interaktives Design. Schaut euch das hier an. Die Knöpfe darunter sind immer noch einfache Polygone, aber mit dem Bild drüber, mit allen unterteilten Bereichen, könnt ihr großartige Details oder Effekte wie einen Schatten von der oberen Ebene erzeugen. Das letzte, was ich euch noch zeigen will, ist jetzt nicht unbedingt atemberaubend, aber es ist recht nützlich. Es gibt eine Komponente im Layout-Feld der Schematic Library, die sich Pop-up-Button nennt. Die Komponente ist speziell für UCIs und ihr könnt sie nutzen, um ein weiteres Fenster zu erzeugen, das aufklappt oder verschwindet, wenn ihr den Pop-up-Button anklickt. So habt ihr schnellen Zugriff, um bestimmte Steuerungselemente anzuzeigen oder zu verstecken, ohne in eine andere Ansicht wechseln zu müssen. Vielleicht könntet ihr das in den Bereichen des Stadions nutzen und ihr könntet ein Pop-up-Fenster mit den Statusinformationen der Verstärker in diesem Bereich anzeigen lassen. Ihr könnt das Pop-up-Fenster so groß machen, wie ihr wollt und auf jede Seite des Buttons ziehen. Ihr seht, dass ihr mit ein bisschen Kreativität äußerst ansprechende UCIs erstellen könnt, die für eure Endanwender leicht und intuitiv zu benutzen sind, indem ihr euren Endanwendern nur ausgewählte Steuerungselemente zur Verfügung stellt. So könnt ihr Seiten über Seiten an komplizierten Schematics in etwas so Einfaches wie das hier verwandeln. Und merkt euch, wenn ihr nicht wollt, dass irgendjemand das benutzt, könnt ihr den Zugang zu bestimmten UCIs über den QSIS-Administrator verbieten. Schaut euch unser Administrator-Tutorial für nähere Informationen dazu an. Bis dann! Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.